Hallo, liebe Outdoor-Enthusiasten. Heute ist Montag, der 28. August 23 und wir sind hier in Winterberg. Ich drehe mich mal um, dann könnt ihr den Bahnhof sehen. Das ist der Bahnhof von Winterberg. Da sind wir jetzt gerade angekommen nach einer wie langen Zugfahrt? 2,5 Stunden. Also direkt von Bochum umsteigen in Witten. Genau. Und sind dann in den Sauerland Express in ganz, ganz großen Anführungszeichen. Express in Anführungszeichen. Ja, der hat an jeder Milchkanne gehalten und der war voll mit Menschen und vor allen Dingen Fahrrädern. Ja, da haben wir echt Glück gehabt, dass wir beiden da noch mit unseren Faltbikes da reingekommen sind. Egal, jetzt sind wir hier in Winterberg. Jetzt verpflegen wir uns gleich erstmal beim Aldi, holen wir uns Wasser. Essen haben wir mit, ein Brötchen. Ne? Mhm. Und ja, dann soll es rund 50 Kilometer bis zum Bahnhof in Öventrop gehen. Ne? Genau, vielleicht auch weiter. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Das Wetter ist ganz schön. Also es noch, hält sich noch, ist trocken. Aber im Gegensatz zu Bochum ist es hier im Winterberg dann doch kälter. Ich bin froh, dass ich noch eine Jacke mit habe. Auf jeden Fall. Also, wir haben jetzt eine Zeit lang keine Videos mehr gemacht. Wir sind einfach da nicht zugekommen. Also, mit uns ist alles in Ordnung. Nur wenn man keine Lust hat und gar nicht so den Plan hat für Videos. Nee, ne? Genau. Ja. Deswegen fangen wir jetzt mit einer schönen langen Fahrradtour wieder an. Ja, wir wollen das also so in Etappen machen. Also jetzt von Winterberg nach Öventrop. Morgen, wenn ich mir das reinziehen kann, nochmal diesen vollen Zug, wollen wir dann von Bochum nach Öventrop und von Öventrop nach Fröndenberg, ne? Genau. Und dann den von Fröndenberg nach Hause. Genau, nach am Hause. Nächsten Tag. Also damit wir in den Städten hier nicht übernachten müssen, sondern schön zu Hause übernachten können. Genau. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, weil den Ruhrtalradweg sind wir von hier noch nie gefahren. Wir sind den ja schon oft gefahren im Ruhrtal bei Bochum, Hattingen genau. Und Essen. Und das letzte Stück von Duisburg genau. Nach Bochum sind wir auch schon gefahren. Sind wir das auch sind schon. Auch 60 Kilometer. Ja. Aber den Rest haben wir noch nicht ja, gemacht. Ja, und das versuchen wir jetzt mal komplett zu machen, denn wir haben Urlaub. Alles klar, dann würde ich mal sagen, begleitet uns auf einer weiteren schönen Tour. Nein, durch unser Ruhrgebiet ist es diesmal nicht. Nee, aber NRW und Sauerland. Durch das schöne Sauerland, genau. Genau. Alles klar, viel Spaß. Nach knapp 15 Kilometern machen wir schon unsere erste Pause. Ja, von der Ruhr, außer dass ich sie auf dem Navi sehe. Klar, wir waren gerade an der Ruhrquelle, habt ihr ja gesehen. Das war ganz nett da, eine ganz kleine Quelle, habe ich ja gefilmt. Aber ansonsten keine Ruhr weit und breit zu sehen, außer auf dem Navi, da sehe ich sie immer. Da steht immer Ruhr.
Vorhin habe ich sie aber gesehen. Ja, ja ein ja. Stück, aber. Naja, sicher. So. Nah an der Ruhr sind wir nicht, das stimmt. Ja, wir sind jetzt ja durch Winterberg erstmal über Straßen bis zur. Nee, gar nicht bis zur Quelle. Irgendwann sind wir von den Hauptstraßen dann da abgefahren. Mhm. Und es gibt ganz viele Schotterpassagen. Also auf diesem ersten Stück auf dem Fall. Bis hierhin, also die ersten 15 Kilometer. Also die haben uns ganz schön durchgerappelt. Mhm. Ne? Und dann hat es ja hier wohl auch geregnet, also teilweise auch Pfützen. Aber diese Schotterpassagen, das ist echt nicht schön. Da muss man sich mal so drauf einstellen. Ich habe das gar nicht gewusst. Ne? Mhm. Eine Bekannte von uns sagte, ja, das wäre nur ein bisschen Schotter, der Rest wäre asphaltiert. Ja, was die unter ein bisschen Schotter versteht. Also naja, wenn man es auf 180 Kilometer Ruhrtalradweg bezieht, ist es nur ein bisschen. Ne? Sind halt nicht sogar über 200, aber ist egal. Oder so. Ja. Ja, das stimmt. Aber teilweise war es echt gefährlich, weil es so steil bergab ging und dann so Schotter. Ne? Also habe ich ganz schön Schiss gehabt. Aber das Wetter ist ganz toll und es sind auch gar nicht so viele Menschen unterwegs. Nö, ab und an sieht man mal welche, aber geht eigentlich. Alles grüßt sich, alles nett. Genau, wunderbar. Radfahrer unter sich. Ja, wir machen jetzt ein kleines Päuschen und dann geht es aber auch gleich schon weiter. Genau, weil ich habe Hunger. Ich nicht, aber egal. Nach 23 Kilometern sind wir jetzt in Olsberg angekommen. Und endlich auch an der Ruhr. Genau. Beziehungsweise wir sind die ganze Zeit ja entlang der Ruhr gefahren, nur wir haben sie nie sehen können. Richtig. Außer, wie Petra vorhin sagte, einmal ganz kurz. Ja, hier ist Olsberg. Genau. Und die Landschaft bis hierhin, das wollten wir noch sagen, ist wirklich toll. Also toll. Die Schotterwege waren nicht gut, aber die Landschaft ist einfach wunderbar. Manchmal denkt man, man wäre voll in den Alpen. Manchmal denkt man, man wäre ja irgendwo, keine Ahnung, im Westerwald oder so. Also es ist wirklich eine richtig schöne Landschaft. Ja, echt, echt wirklich toll. Und sehr abwechslungsreich, muss man sagen. Kann man nicht anders sagen. Ja, und auch eine echte Herausforderung. Teilweise ging es 15% bergab. Ein Glück ohne Schotter. Also da wäre ich verrückt geworden. Ja, nee, das war ja jetzt. Die letzte Zeit war ja kein Schotter mehr. Nee, seit der Pause war nichts mehr. Ja, ein Glück kein Schotter. Ne? Genau. Wir haben noch gerade bei der letzten Sprechaufnahme, die wir gemacht haben, anschließend haben wir da ein Pärchen getroffen, die kommen aus München. Und die waren auch ganz entsetzt über die ersten Schotterwege. Kilometer über Schotter. Waren wir nicht nur ganz alleine so. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir einfach weiter, ne? Jo. Bis gleich.
du? Ja, 61 Kilometer. Wir sind hier am Bahnhof von Oventrop angekommen und warten jetzt auf einen Zug, der uns Richtung Heimat bringt. Petra hat gerade geguckt, in 10 Minuten oder so kommt ein Zug nach Hagen. Und dann müssen wir mal schauen, wo wir da... Und dann kommen wir auch nach Bochum. Dann kommen wir auch nach Bochum. Kürze. Genau. Ja. Genau. Dauert eine Stunde, 17 Minuten die Rückfahrt. Ja, alles klar. Ja, das war schon ganz interessant, die Strecke. Ja. Allerdings muss man sagen, einige Teile von dem Ruhrtalradweg sind doch ziemlich schlecht ausgeschildert, ja, fand ich. Ja, ohne Navi also hätten, hätten wir was nicht gefunden. Oh. Und es geht auch teilweise durch Städte durch, beziehungsweise über Landstraßen. Und das ist dann doch schon ziemlich laut und nervig, ja, fand ich das. Ja, also vor allen Dingen da an in Meschede, ja, oder so. Ja. Vielleicht kann man da noch irgendwie anders fahren, keine Ahnung. Aber ja, wir sind, soweit wir uns bemüht haben, auf jeden Fall den Ruhrtalradweg entlang, genau, gefahren. Ja. Und das war dann eben die Strecke. Ja, das war dann halt also, so, ne? Ich hatte es mir ein bisschen anders vorgestellt, auch. Du auch, ne? Mehr Ruhe, mehr Natur, ja, noch, ja, irgendwie. Das hatten wir zum Schluss allerdings wieder. Trotzdem, insgesamt muss man sagen, lohnt sich das auf jeden Fall, diesen Weg mal zu machen. Und wenn man ja nicht nur fährt, so wie wir, oder kürzere Etappen macht, dann kann man sich ja hier auch in der Gegend einiges angucken. Ja, genau. Schloss, Schlösser, Burgen, was der Geier, ja, ne? Ja. Also da ist schon einiges, ja, zu gucken. Alles klar. Kleine Städtchen. Ja, gut. Dann würden wir mal sagen, bleibt gesund. Alles wird gut. Eure Petra. Und Herbert. Vom Wandern im Ruhrgebiet. Ja, ach so, was ich noch sagen wollte. Zu den Leuten, die waren alle super freundlich. Total. Wenn wir mal gefragt haben oder die ungefragt haben, die uns schon angesprochen. Genau. Suchen Sie den Ruhrtal? Ist richtig, weil manchmal haben wir so gezweifelt. Das kann es doch hier wohl nicht sein durch so... Gewerbegebiete oder so. Doch, das ist richtig und so. Genau. Also wirklich super nette, freundliche Menschen, auf die wir auf unserer Reise hier getroffen sind. Ne? Genau. So, jetzt machen wir Schluss. Alles klar. Macht's gut. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.